So, willkommen zurück. Neue Tagesaufgabe. Heute steht an, Eliminierung aus mindestens 50 Meter Entfernung. Dazu gehen wir ganz simpel in Gruppenkeile rein, weil es da einfach am einfachsten ist. Man kann es natürlich auch solo machen, aber wenn man es schnell machen will, einfach in Gruppenkeile rein, dann dürfte das eigentlich gar kein Problem sein. Dann gerade in eigener Sache. Erstmal danke für die ganzen Abonnenten, die jetzt allein heute dazu kamen. Ich glaube, es waren jetzt 5 oder 6. Also die Sache für mich, so als Kleiner ist das eigentlich echt schon überraschend, wenn du dann guckst, oh, da kamen noch mehr Abonnenten dazu. Also schon mal erstmal danke an der Stelle. Und für alle, die jetzt neu da sind, gerne auch ein Abo dalassen. Wie gesagt, der Passive Code da unten steht für immer da. Sobald die 90 Abonnenten geknackt werden, kommt auch die 9. Zahl hinzu. Bei 100 Abonnenten kommt die 10. Zahl dazu und immer so weiter. Also ich habe halt wirklich vor, in meinem Kanal immer da einen Code stehen zu haben. Dann des Weiteren, wer noch nicht weiß, wie das Gewinnspiel funktioniert, weil ich wurde jetzt doch wieder öfters gefragt, in der Videobeschreibung ist ein extra Video dafür. Einfach angucken und dann dürfte es eigentlich kein Problem sein, das Ganze zu verstehen. Und halt wie gesagt, nochmal danke für den Support und an die, die mir wirklich unterstützen wollt, guckt die Videos gerne auch bis zum Ende. Weil das ist eigentlich das Wichtigste, weil du kannst noch so viele Abonnenten haben, aber wenn die Videos nicht durchgeguckt werden, das ist halt dann ein bisschen blöd, weil dann hast du 1 Million Klicks, sag ich jetzt mal, aber nur 10 Minuten, die wiedergegeben wurden. So, das war erstmal das. Ja, jetzt habe ich ganz vergessen, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn noch kein Abo da gelassen hat, jetzt ist die Chance. So, wo gehen wir denn hin? Wenn ich schon mal wüsste, aha, direkt raus, die Zone geht da ganz hinten hin. Puh, wo gehe ich denn da hin? Ah, da keiner Polarpiket, würde ich sagen, gehen wir da hin. Hier bietet sich eigentlich echt an einen Sniper, obwohl Sniper braucht man eigentlich nicht. Wenn man quasi das AR-Gewehr hat, reicht eigentlich vollkommen aus. Und 50 Meter ist glaube ich auch nicht so weit. Von daher alles easy. Und keine Angst, ich werde jetzt hier nicht dauernd campen. Ich werde es euch einfach zeigen, wie es am simpelsten ist, denke ich mal. Ach, die Kiste ist wieder da oben. Ne, so nicht. Da ist sie. Ja, normale AR reicht auch erstmal. Zack. So, dann haben wir das schon mal. Hier aufpassen, dass ich nicht wieder runterfall. Den Fail hatten wir auch schon öfters. Und wie gesagt, ich werde euch halt immer die Aufgaben zeigen, erklären. Genauso wie bei Rettet die Welt. Aber ihr dürft natürlich hier keine Siege oder so erwarten, weil dafür, sage ich ganz ehrlich, bin ich halt einfach zu schlecht. Sind wir offen und ehrlich und ich habe da auch keine Lust, in Anführungszeichen einen abzuschwitzen, nur um da die Siege zu bekommen. Und ich bin auch keiner, der mir da irgendwie angeben muss oder so. So, ja, der Gegner, ja, die sind alle die Aufgaben am machen, sieht man. Aber beim Gegner sind schon viele raus, was aber eigentlich jetzt schlecht ist. Ach, hat er hier alles gelootet schon? Ich glaube, er ist ins Hauptgebäude. Habe ich hier noch irgendwas gelassen? Ich würde halt trotzdem gerne den Sniper mitholen. Ja, das reicht auch erstmal. Bam, 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 bam. Erstmal ein bisschen anständig Munition suchen. Ah, es wird schon besser. Ein bisschen Metz brauchen wir natürlich auch. Gucken, ob hier oben was ist. Nicht wirklich. Obwohl ich sie eigentlich nicht mag, aber in Leggy muss ich sie dann doch mitholen. So, da waren wir schon. Würde ich sagen, gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier drin war, aber wir werden einfach mal gucken. Ich denke eigentlich mal schon. Oder? Ne, hier ist die Munition noch, hier ist der Biggie. Aber 300 Schuss mit dem Scharfschützengewehr ist eigentlich schon nice.
So, jetzt nur die Frage, wo werden sich hier alle treffen? Die Frage, ich darf natürlich auch nicht zu weit weg sein vom Geschehen. Da ist einer von uns. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Zone hatte ich noch nie in Gruppenkeile. Ich habe echt keine Ahnung. Weil wenn die alle auf dem Berg sind, das wäre kacke. Eigentlich spielt sich immer so alles halt, die Ecke spielt sich ja eigentlich immer alles ab. Aber wir werden jetzt einfach mal sehen. Im Grunde hat er jetzt angefangen. Problem ist halt echt, dass vom Gegner nur 11 Stück dabei sind. Das ist echt ein bisschen blöd. Aber Sache, die Aufgabe macht man meistens, sind die erst am Ende zu schaffen. Das sehen wir schon ab. Bam, bam, bam. Kann natürlich auch sein, dass die alle bei Snobby sind. Ja, ich glaube, warte mal, wir kamen von links, die kamen von rechts. Ach, das heißt, dass sie alle erst später nachkommen. Ah, siehst du, ich habe wieder vergessen, meine Codierung umzuändern. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal für etwaige Blacks. Gegner? Ich brauche Gegner. Na, nicht runterfallen. Oh, ich muss halt gucken, wo hier welche sind. Das halte ich jetzt echt ein bisschen blöd hier. Weil die werden alle von Tilted drüber kommen, denke ich mal. Vor allem, wir haben schon 12 Kills. Ich glaube, von da hier haben echt keiner mehr Lust. Ah, ich höre die Sniper-Schüsse. Zack, das ist der erste Kill. Oh, ihr habt es ja gesehen, also ich glaube, die Entfernung brauchen wir eigentlich noch nicht mal. Der ist schon tot. So, da haben wir wenigstens schon mal einen. Bum, 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 bisschen Lucky Lucky Mann. Noch ein 31er, komm, lad schneller nach. Zack, da haben wir schon den zweiten Kill. Brauchen wir jetzt eigentlich schon noch einen, haben wir es schon geschafft. Von den vier Schüsse, aber ich sehe keinen. Ah, der ist unten. Weggeholt. Ah, ich denke mal, oder? Lasse doch leben. So, keiner, doch da hinten kommt noch einer. Ne, der gehört zu uns. Schon so weit weg, dass man den Fall gar nicht sieht. Hier einkommen. Ach, da hinten. Gott, ist der weit weg. Ja, die Zone ist auch noch relativ groß. Ja, er gehört zu mir. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber wenn ihr anvisiert.
Schaden. Boah, gefühlt waren da mindestens zwei Schüsse drauf. Genau das, was ich nämlich nicht wollte. Oh, wer schießt jetzt auf mich? Hä? Ja, ja, ja. Wo ist er denn? Ach, da kommt er. Ach ja, ja, den einen werden wir bestimmt noch kriegen. Ich scheine auch nicht rausschulden zu wollen. Oh, keine Lecks. Ja, das ist das halt. Ich muss halt jetzt echt auf Distanz gehen. Darf natürlich aber auch nicht zu weit weg sein. Wenn hier unten einer landen würde, wäre nicht schlecht. Tschüss. Ah, da war schon der dritte. Easy. Also wie ihr gesehen habt, ein ganz einfacher Gruppenkeil. Wo ist er? Da hinten. Das wäre, denke ich mal, auch ein 50 Meter Schuss gewesen. Die Waffen zu langsam gewechselt. Das ist halt, wenn man einen Controller hat. So, jetzt mal hin. Schnell ist die Waffe ja nicht. Ihr habt ja gesehen, es ist einfach zu machen. Keine Metz mehr. Eiskalt, keine Metz mehr. Gebe ich eben 77er Headshot, mir reicht nicht. Mann, Mann, Mann. Na, ist gut, wenn ich da drüber wegfliege. Gegner, 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 da ist einer. Das war gesniped. Genoscoped, ja, klar. Man gönnt sich ja sonst nichts.
lang die Waffe braucht auch zum Nachladen. Also sie ist schon schneller, aber immer noch zu langsam. Und das, obwohl sie Ledge hier ist. Kein Ruckel. Ich habe einfach zu wenig Metz. Sehr. Er rotzt einfach da alles weg. Kein Schuss connected. Kannst du so eigentlich als Scharfschützengewehr auch nicht bezeichnen, ey. Haben wir schon die 100. Also wie gesagt, Gruppenkeile, haltet einfach ein bisschen Abstand. Ihr habt ja gesehen, der letzte Kill war gar nicht so weit weg. Also simpel zu machen. Wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen. Schreibt von mir so gerne was in die Kommentare. In dem Sinne, haut rein.